Heute war in St. Pauls wieder der Tag der Sepp Kerschbaumer Gedenkfeier. Mehr als 1000 Schützen demonstrierten, da war eine gewohnte Einheit. Gastredner war der Schütze Meinrad Berger, der selbst mehrere Monate eingesperrt worden war, weil er mit Flugblättern gegen das Foltern der Südtirol-Aktivisten agiert hatte. Sein Appell war denn auch Freiheit für alle Meinungen. Nach Gastrednern aus dem Ausland, Hans-Jürgen Humer und Reinhard Old, waren sie in den vergangenen Jahren heuer wieder ein Redner aus Südtirol bei der Sepp Kerschbaumer Gedenkfeier in St. Pauls. Nichts ist gefährlicher, als den Menschen den Mund zu verbieten. Die Achtung der Meinungsfreiheit und des Informationspluralismus sind und bleiben gerade in Südtirol ein Indikator für die Qualität und den Konsolidierungsstand der hiesigen Demokratie. Meinrad Berger verteilte im Sommer 1964 Flugblätter in Bozen gegen das Foltern von Südtirol-Aktivisten. 3 Monate Gefängnis folgten. Wenig später starb Sepp Kerschbaumer, Mitbegründer des Befreiungsausschusses Südtirol, gestern vor 55 Jahren. Heute ließ Berger während seiner Rede Südtirol-Aktivisten aus Tirol telefonisch zuschalten. Siegfried Steger. Wie würde Südtirol heute wohl dastehen, wenn wir nicht gegen dieses Unrecht Widerstand geleistet hätten? Sepp Forer. Nach 6 Jahren Freiheitskampf, den ich mit viel Glück und der Hilfe von oben überlebt habe, gedenke ich der fürchterlichen Opfer, die nicht nötig gewesen wären, hätte Italien nicht unser Land gestohlen. Die Südtirol-Autonomie sei nur eine Umschreibung für Fremdherrschaft. Eine Übergangslösung für Heimatbundobmann Lang und Jürgen Wirth Anderlan, Landesschützenkommandant. Das Ziel war, ist und bleibt die Selbstbestimmung. Die Schützen demonstrieren Einheit. Formationen und Ehrenkompanie, hab Acht! Meinrad Berger, der Flugzettelverteiler von 1964, setzt auf die Umsetzung des partizipativen Autonomiekonvents. Man soll einmal die Beschlüsse des Konvents anwenden, weil da sind viele Möglichkeiten drin. Ausbau der Selbstverwaltung, Abschaffung der Region oder Auflösung des Regierungskommissariats. Und wir haben ja das Glück, dass wir heute nicht mehr müssen mit Dynamit arbeiten, sondern dass wir Gesetze haben und mit denen könnten wir arbeiten, das alte Unrecht der Brennergrenze ungültig zu machen. Für die Teilnehmer der Sepp Kerschbaumer Gedenkfeier bleibt die Brennergrenze ein Problembestand.